Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Infection Free Zone. Ja, wir haben beim letzten Mal einen unserer Männer verloren beim Verteidigen dieses Gebiets. Jetzt ist es aber zugebaut. Hier mal drei Türme, hier mal drei Türme. Hier muss jetzt dann noch einer hin, da werden wir das Gebäude dann aber abreißen lassen. Ich glaube, das ist ein guter Tausch. Kommt hier nicht ein Tor hin vielleicht sogar, das ist vielleicht da gar nicht dumm. Dass wir hier unseren Ausgang hinmachen für die Seite. Und ich weiß nicht, warum hier wieder vier Leute zugewiesen sind. Aber das erste vielleicht gar nicht schlecht. Dann haben wir nicht sogar da noch mit Munition, bis das Tor verlegt wird. Jetzt müssen wir aber erstmal die Nacht wieder überleben. Und dann hoffen. Haben wir die Konstruktion schon fertig? Ich dachte, Forschung beginnen. Oh, die hat das nicht durchgeführt. 25 Stunden. Und ich warte die ganze Zeit drauf. Oh. Ja, da kann ich lange warten. Wir haben hier schon überall Metalltürme. Aber wir werden uns auch vorbereiten, dass wir bald vielleicht sogar festes Mauerwerk dann machen. Dann werden wir das komplette Gelände mit großen Mauern erweitern und umbauen. Sinn ist ja, dass wir so viel wie möglich an Wohnfläche kreieren und halt auch alles weiterführen in dem Fall. So, Kartenrüstungstruppe mit verletzter Person leider. Aber ich werde euch die kleinen Strandhütten jetzt ablaufen lassen. Und ihr kriegt nochmal von mir den Auftrag. Schaut euch die fünf Hütten an. Die kleinen gehen auch schnell zum Plündern, das muss man natürlich dazu sagen. Gehen wir gleich in Auftrag, vielleicht auch das Metalltor, was hier reinkommen soll. Search done. Dann lassen wir gleich den Abriss der ganzen Häuser vor unserer Nase auch in Auftrag geben. We're on the move. Genug Leute dafür haben wir ja in dem Fall. Sie finden schon noch ein paar Sachen. Ich habe die Leute doch ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Waiting orders. Clear. Das Ding ist auch fast niedergerissen. Früher wollte ich das zum Wohnhaus umbauen. Jetzt ist es für uns halt nichts anderes wie ein... Building clear. Wie nennen wir es? Schutzgebäude. Notgebäude. Wir verändern jetzt halt nur mal die komplette Umgebung von uns, damit wir hier was machen können. Ich brauche nochmal ein Recherchecenter. Let's do it. Search done. Das ist ja ein riesen Forschungszentrum. Ich hätte gerne noch ein großes. Das ist ja mein Forschungszentrum. Let's do it. Going there. Die Frage ist, wie viel könnte man denn eigentlich schaffen? Let's do it. Das heißt, Search done. Nicht so viel, wie ich gerne mir gehofft hätte, dass wir kriegen hier raus. Going there. Aber die Häuser werden zum Glück relativ flott abgerissen. On my way. No more to find. Weil auch das Lager jetzt hier auch relativ nah ist, müssen sie auch nicht so weit laufen. There's no food left. Oh fuck! Roger. Search done.
Das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Holy shit, das habe ich voll übersehen. Ja, wir haben natürlich jetzt sehr viele Leute. Und die Küche ist hier, glaube ich, nicht wirklich funktional, weil bis jetzt arbeiten die ja nicht gefühlt. Oder sie machen schon was, aber anscheinend ja nicht genug. Vielleicht, wir bräuchten auch eine größere, ein größeres Kochhaus. Das wird ein Kochhaus jetzt noch, so. Wait, du willst bis zu... Hallo, nimmst du dein... Was ist das denn jetzt für eine Aktion? Schau dir das Haus bitte noch an. Ich warte gerade noch auf die Forschung, bevor ich irgendwas... Oh! Okay, 19. Die schicken wir direkt zurück. Die werden uns morgen nämlich sicher angreifen. Und das ist nicht gut. Ja, wir ziehen zurück. Der ungeschützte Eingang muss jetzt natürlich. Ja. Deswegen wollen wir die Gegend clearen, weil dann haben wir Luft. Ja, die haben zum Glück so eine Reichweite, die sind super. Ich werde hier so außenrum den Schutzwall noch errichten, ich sag's euch. Da wird so ein Schutzwall noch außenrum kommen. Ich weiß nicht, was sie damit haben bis jetzt. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. They're breaking into our building. Ja, da liegen schon zwei Waffen. Oh, da liegen viele Sachen, das ist gut. Heute ist erstmal Ziel, die ganzen Sachen abzuholen dann. Stück für Stück Sachen zu reparieren. We're on the move. So, okay. Ready for action. Und noch den Rest bitte. Füllen bitte.
Und dann fährst du mit zum nächsten. We're on the move. Nahrungspunkt. Und holst uns da was. Wir entfernen jetzt hier mal die ganzen Sachen. Die anderen Bauhäuser kriegen jetzt auch schon mal Abriss-Dates sozusagen. Aber die haben zwar nicht viel, aber es ist trotzdem natürlich eine Menge. Wollt ihr euch anschließen, Leute? Ich finde es lustig, ihr sagt immer noch hier, Achtung, Warnung. Da ist nichts mehr, wir haben es durchsucht. Holt die letzten Scheine raus, Scheine raus, Scheine raus. Holt die letzten Scheine raus, Scheine raus. Ach ja, jetzt verschwinden die ersten Gebäude schon. Wie schaut es mit unserer zweiten Küche aus? Was wir auch brauchen natürlich dann für die Nahrung sind weitere Felder. Adaptation done. Perfekt. Da arbeiten jetzt 6 Leute drin. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen einfacher. Auch nur noch ein Stein. Wie geht's unseren Loot-Trupps? Operator. Ich glaube ganz gut. Sie looten aber jetzt halt große, relativ große Gebäude. Schau mal, hier ist 10 Nahrung drin alleine. Wenn unser System hier wieder voll funktionstätig ist. Glaube ich, können wir das Ganze auch so betreiben. So. Oder der sucht erst noch alles, okay. Sind wir mal gespannt, wie viel wir hier rauskriegen können. Er hat bis jetzt 1 extra gefunden. Okay, großes, verwinkeltes Gebäude. Könnte natürlich spannender sein. Einige Leute gerade frei, ne? Bedeutet, ich könnte hier so einen Stachel. Da doch anfangen lassen zu ziehen. Habe ich so viel Metall überhaupt? Aber wir kommen in die Nähe. Ja, vor allem halt die. Doch noch geschwächte Seite schützen. Ist gleich keine dumme Idee. Aber wenn du überlegst, das sind Seiten, die halt doch jetzt nicht den Schutz haben wie der Rest, müssen wir schon schauen, dass wir Aufgebote hinkriegen. Und Stacheldraht ist jetzt zum Glück nicht irgendwas extrem kompliziertes. All squads, return to base. Ready for action. On my way. Ich hab gesagt, return to base. Ist der lustig. Ready for action. Oh, hier haben wir schon ein bisschen was gefunden, das ist natürlich super. We're on the move. Hallo? Return to base. Du weißt nicht, was in der Nacht passiert. Wir müssen uns schützen, Leute. ...0,1 selbstgekochtes Essen haben wir jetzt. Die Felder werden auch langsam fertig gemacht.
Müsste ich die fahren jetzt so rum? Mit Nahrung für uns. Und morgen sollte man dann die ersten normalen Häuser bauen können. Und somit die Stimmung steigern. Die Bürger sind verärgert. Die Zone hat einen schlechten Ruf und wird wahrscheinlich bald fallen. Oh, wir haben eine Arbeitseffizienz von minus 20. So, wow. Okay, das ist natürlich auch heftig. The door won't hold much longer. Waiting orders. Let's do it. Receiving. Genau deswegen will ich Stacheldraht gerade. Das ging viel zu schnell. Holy shit. Wir haben zum Glück ordentlich Munition mittlerweile. Und natürlich jetzt ein Loch in der Wand. Fünf in der Früh. Und durch eure Autos bitte. Du weißt, wo du hingehörst. Hier und dann hier bitte. Und ihr wisst, wo ihr hingehört. Das Gebiet absuchen. Währenddessen wird hoffentlich hier die Mauer bzw. der Schutzdraht fertig gebaut und weitergebaut. Für dich haben wir hoffentlich keine Leute frei, okay? Das sollte sich aber hoffentlich auch bald wieder ändern. Muss aber auch dazu sagen, wir haben relativ vielen Aufgaben eingeteilt. Dafür, dass wir 92 Leute haben, haben wir auch ganz schön viel im Einsatz. This is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Unangenehme Übertragung. Wie viele seid ihr? How many of you are there? Wir sind circa 14. Es sind nur wenige. Please, come to us. We'll take you in. Können euch brauchen. Where are you? Kommt zu you uns. Have to come on your own and be careful. We're waiting for you. Aber wir haben die Giftbolde zum Glück da ausgeschaltet. Das ist natürlich dann vorteilhaft. Construction ready. Construction complete. Construction complete. We finished construction. Building complete. Leute, müsst ihr euch dann schon hier. Schon wieder? Ready for action. On my way. We're on the move. Let's do it. On my way. Receiving. Let's do it. Roger. Ready for action. Roger. Roger. Waiting orders. Roger. So. Ready for action. Wir nehmen mal die Position ein. Let's do it. Also, jetzt müsste aber die Forschung fertig sein. Also, neben dem, dass wir jetzt erstmal hier wieder sagen, hier zuweisen. Also die ganzen Zuweisungen noch machen. Für alles.
So. Können wir jetzt aber gleich auch Haus bauen, oder? 960. Natürlich gerne, wenn wir hier draus ein Wohnhaus bauen können am Ende. Vorhin verbraucht es vieles Holzes, das wir gesammelt haben. Dann können wir wieder ein bisschen mehr abreißen. Jetzt ziehen wir als nächstes der Block. Das war eine gute Nacht. Let's do it. Typischen Auftrag. Und du kriegst auch den typischen Auftrag. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.